Ja, hallo zusammen. Nachdem wir jetzt die notwendige Bedingung für die Methode von Lagrange kennengelernt haben, gucken wir uns dazu jetzt ein Beispiel an und dann nehmen wir das Beispiel, wo wir die Kosten minimieren wollten, unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen, dass wir eine bestimmte Menge produzieren wollen. Und da hatten wir ja schon die Lagrange-Funktion aufgestellt und da hatten wir ja x1 plus 2 x2 plus Lambda mal in Klammern 1 minus x1 x2 stehen. Und jetzt müssen wir die Lagrange-Funktion nach allen Variablen ableiten und dann diese partiellen Ableitungen gleich 0 setzen und dann das Gleichungssystem lösen und dann bekommen wir die möglichen Extremstellen unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen. Ja, machen wir das mal. Wenn wir die Lagrange-Funktion nach x1 ableiten, dann ist also x1 die Variable und x2 und Lambda sind Konstanten, dann bekommen wir 1 minus Lambda x2 raus. Wenn wir die Lagrange-Funktion nach x2 ableiten, dann bekommen wir 2 minus Lambda x1 raus. Und wenn wir die Lagrange-Funktion nach Lambda ableiten, dann bekommen wir 1 minus x1 x2 raus. Und diese drei partiellen Ableitungen müssen jetzt alle gleich 0 sein. Und vielleicht fällt einem da eine Sache auf, wenn wir uns die dritte Gleichung angucken. 1 minus x1 x2 muss gleich 0 sein. Das ist wieder genau die Nebenbedingung. Und das ist jetzt kein Zufall, dass das so ist. So ist die Methode konstruiert. Denn wir haben ja da Lambda mal die Klammer stehen und in der Klammer steht das, was in der Nebenbedingung 0 ist. Und wenn wir Lambda hoch 1 nach Lambda ableiten, kommt da 1 raus mal die Klammer, die konstant ist, ja, wenn ich nach Lambda ableite. Und deswegen steht da automatisch immer die Klammer. Und wenn wir die gleich 0 setzen, sind wir ja wieder bei der Nebenbedingung, weil das in der Klammer, das ist ja das, was in der Nebenbedingung 0 ist. Und so ist also garantiert, dass wenn wir jetzt stationäre Punkte suchen, dass die stationären Punkte dann auch die Nebenbedingungen erfüllen. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die einem da ein bisschen weiterhelfen kann. Wenn wir da kompliziertere Beispiele haben, dann kann ja die Kostenfunktion und die Nebenbedingung oder was auch immer jetzt die Funktion ist, die wir optimieren sollen, komplizierter sein. Was aber nicht kompliziert ist, ist das Lambda. Das steht nämlich immer hoch 1 da. Und deswegen ist es meistens am einfachsten, die Gleichung, in denen das Lambda auftaucht, weil da immer nur Lambda hoch 1 auftaucht, nach Lambda aufzulösen und dann gleichzusetzen. Hier in dem Beispiel würde man natürlich auch schnell zum Ziel kommen, wenn man da nach x1 oder nach x2 auflösen würde. Aber im Normalfall ist es am einfachsten, wenn wir nach den Lambdas auflösen. Deswegen machen wir das jetzt hier auch mal so. Da müssen wir also in den ersten beiden Gleichungen den Term mit Lambda jeweils addieren. Dann kriegen wir in der ersten Gleichung raus, Lambda x2 ist gleich 1. Und dann teilen wir noch durch x2 und kriegen raus, dass Lambda gleich 1 durch x2 ist. In der zweiten Gleichung kriegen wir raus, Lambda x1 ist gleich 2 und dann teilen wir durch x1 und kriegen raus, dass Lambda gleich 2 durch x1 ist. Und da gibt es jetzt noch eine Sache, die man beachten muss. Dürfen wir überhaupt durch x1 bzw. x2 teilen, müssen wir uns fragen. Denn wir wissen ja gar nicht, welche Werte x1 und x2 haben. Und wenn die den Wert 0 haben können, dann ist es natürlich ein Problem, dann können wir ja nicht einfach durch 0 teilen. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, denn wenn wir uns die Ausgangsgleichungen ansehen, wenn wir dafür x1 oder x2 dann jeweils 0 einsetzen, haben wir in der ersten Gleichung stehen 1 minus 0 ist gleich 0, das kann ja nicht sein, dann ist die Gleichung nicht erfüllt, das kann also nicht vorkommen, dann sind wir sicher, x2 ist nicht gleich 0. Und in der zweiten Gleichung, wenn wir da x1 gleich 0 einsetzen würden, da würde da 2 minus 0 gleich 0 stehen, also 2 ist gleich 0, das ist auch falsch. Also das kann auch nicht sein und deswegen sind wir sicher, dass x1 und x2 nicht 0 ist und deswegen dürfen wir durch x1 und x2 jeweils teilen. Ja, und jetzt können wir die beiden Gleichungen gleichsetzen. Dann haben wir da stehen, 1 durch x2 ist gleich 2 durch x1. Und wenn wir jetzt x1 und x2 multiplizieren, dann haben wir es nach x1 aufgelöst. x1 ist gleich 2 x2. Das ist jetzt der erste Zusammenhang, den wir rausbekommen, wenn wir die ersten beiden Gleichungen gleichsetzen. Und das können wir jetzt in die dritte Gleichung einsetzen. Also wenn wir jetzt x1 ist gleich 2x2 in die dritte Gleichung einsetzen, dann haben wir da stehen, 1 minus 2x2 mal x2 ist gleich 0. Also 1 minus 2x2 Quadrat ist gleich 0. Also, wenn wir 2x2 Quadrat auf beiden Seiten addieren, haben wir da 2x2 Quadrat ist gleich 1. Dann können wir noch mit 1/2 multiplizieren, kriegen wir x2 Quadrat ist gleich 1/2. Und dann ziehen wir die Wurzel
und kriegen x2 ist gleich plus oder minus die Wurzel aus 1/2. Und dann müssen wir uns noch daran erinnern, dass x1 und x2 Mengen sind und deshalb ja x2 nicht negativ sein kann. Das heißt, minus die Wurzel aus 1/2 ist keine Lösung. Das heißt, wir haben hier nur als Lösung x2 ist gleich plus Wurzel 1/2. Ja, also x1, x2 sind größer 0, das sind ja Mengen. Das heißt, wir haben jetzt hier als mögliche Extremstelle unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen ja, x1, x2, was kommt da jetzt für ein Punkt raus? Also das x2 muss gleich Wurzel 1/2 sein. Und x1 können wir berechnen, hier oben haben wir ja den Zusammenhang stehen zwischen x1 und x2. Wenn wir dafür x2 Wurzel 1/2 einsetzen, dann steht da 2 mal Wurzel 1/2, dann bekommen wir Wurzel 2 daraus. Also x1 muss gleich Wurzel 2 sein und x2 muss gleich die Wurzel aus 1/2 sein. Und dann müssen wir noch ausrechnen, welchen Wert Lambda hat. Den brauchen wir nämlich auch für die hinreichende Bedingung. Deswegen schreibe ich jetzt nochmal hier hin, mit Lambda ist gleich. Und das Lambda lässt sich auch einfach ausrechnen, weil wir ja die ersten beiden Gleichungen nach Lambda aufgelöst haben. Also können wir zum Beispiel mal in die zweite Gleichung die Wurzel 2 einsetzen für das x1. Dann haben wir da stehen, Lambda ist gleich 2 durch Wurzel 2, also Wurzel 2. Das heißt, wir haben dann auch den Wert, den Lambda an der möglichen Extremstelle haben muss. Also wissen wir jetzt, wenn x1 gleich Wurzel 2, x2 gleich 1 durch Wurzel 2 ist und wenn das Lambda gleich Wurzel 2 ist, dann haben wir möglicherweise ein Extremum unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen. Alle anderen Punkte sind raus und dann muss man mit der hinreichenden Bedingung überprüfen, ob da wirklich ein Extremum unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen ist. Ja, so einfach geht das schon. Also nicht viel anders, als wir das schon kennen. Partielle Ableitung gleich 0 setzen und dann Gleichungssystem lösen. Und das ist natürlich jetzt hier ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich jetzt hier mehrere Variablen haben. Nicht nur die Variablen der Ausgangsfunktion, die wir optimieren müssen, sondern zusätzlich noch diese Lagrange-Multiplikatoren. Und das macht es natürlich dann ein bisschen unübersichtlich. Ja, so viel zum Beispiel zur notwendigen Bedingung. Bis bald!